der hat mit Schwarz ja an. Morgen. Guten Morgen. Aber wie gesagt, wenn der da im Schwarm so ist, egal was. Das oh, hier wurde schon vorbereitet. Ja, genau, was die bewegt, da kloppen die hoch. Kundenzeller, das sind die fängigen Köder hier. Cupido in Rot mit silberne Partikel. Partikelfilter. Nein, wir mussten erst nochmal hier 35 Gramm haben wir hier. Der dicke ist nicht mehr so. Aber hier haben wir ja. Fass mal an, die Arme, das ist die von 1998, ja. Ich glaube, das hat nicht von der Treppe runtergefallen. Top modern. Und die hat, hat 53 D-Mark gekostet. Alter. Aber diese Jute-Huten. Na, was ja, ich brauche, ist, dass du hier den Finger drauf hast. Wie gesagt, ich nehme die denn noch manchmal. Aber beim Pilken ist er nicht ganz so wichtig. Beim Pilken musst du nur. Nee, beim Pilken nicht, aber ich hab trotzdem gerne einen Pilken. Spinnfisch ganz natürlich noch unangenehm. Nee. Da ist da zwei Minuten Rücken. Kannst du auf jeden Fall ordentlich an dem Hänger ziehen, den du dann hast. Ja, da stehen sie. Alle voll motiviert. Ja, beinhart. Spalier. Heute die Messe, der größte. Die zwei schon mal bei Liter, wa? Anfang 70, Mitte 70 waren die 70. Also muss man 80 Jahre rausklopfen. Den Dorschkönig nachher kühlen. Na ja. Die Dorschbombe. Ich hab keine Medaille bei, Paul. Gibt keinen. Gibt nur so einen Dorschkönig, an Landen. Naja, mit der kriege ich hier einen grünen Strauß hier von abgesichten Bohm. Kann er noch einer hier so einen Lorbeerkranz flechten? Die großen Blätter. Genau, da kann man was draus machen. So der wird zum Dorschritter geschlagen von Dietern. Was? Mit der Angel so zum Ritter geschlagen, zum Dorschritter. Also richtig mit der Spitze. Aber der ist jetzt lange Blätter. Sau, ich hab ihn hier gekriegt. Dreimal auf den Arsch. Victory! Ob das heute eine Victory wird. Oh, hallo Freunde. Heute hier mal von einem anderen Boot. Nicht von Bootslando, sondern von Torpedoschade. Da ist Torpedoschade. Genau. Und da ist Dieter, den kennt ihr ja schon. Genau, altbekannter. Der nicht singt. Ja, da fahren die anderen Kollegen. Dieter, bis im Winter abbiegen. Genau. Ja, heute sehr glatte See. Wir schauen mal, was wir hier machen können, ausrichten können. Sonnig auf jeden Fall. Also Eincremewetter. Wir schauen einfach mal, ob wir hier vielleicht ein paar Dorsche oder vielleicht auch einen Hornhecht oder irgendwie sowas rausziehen können. Da ist er doch, da ist er doch. Schlecht. Meine Güte, was habt ihr denn da dran? Ne? Petri! Wunderbar! Na? Nee. Petri! Das ist ein Brecher. Uiuiui. Wuhu! Junge, was hab ich noch nie?
Oh, das hat ein Seelachs gehört. Vielleicht ein Seelachs. Das ist kein Dorsch, glaube ich nicht. Oh, 50 Gramm Rute, ey. 50? Ja. Umso mehr Spaß hat man. Dorsch. Gib mal. Alter. Jetzt kommt er langsam. Nee, doch nicht. Da kommt er, Gaff. Alles von da, Angel ist raus, alles gut. Dorsch! Zu klein, ne? Ja. Ihr habt ja komische Sprüche. Kann Norbert vor der Kamera halten? Uhu. Na, jetzt eigentlich müsstest du nur auf Wegpunkt anzeigen. Da ist er doch, da ist er doch. Schön, die da. Endlich mal hin an Bord hier. Ach, wie ist denn, wenn wir erstmal einen Fisch haben? Ja. Den halt ja noch nicht. Ach, das wird doch alles. Dann hat sein auch schon, ne? Alano, zeig mal kurz hier. Na Junge, jetzt sind doch gute Geräte. Oh, komm, Dieter, stell dir die so an hier, kurbel den hoch. Alter! Mit dem Gaffmünzen? Was hat denn kommen? Ja, ja. Nee, das ist zu eng. Jetzt. Rüdiger! Oh, der ist ein Schuhkundschüler. Da ist er doch. Der ist dick. Das ist ein Dickdorsch. Endlich. Gut. Na? Yippie! Ist er. Wunderschön. Ja Leute, ihr kennt es sicherlich auch. Um einen herum, tausend Boote, alle fangen und irgendwie hat man das Gefühl, man ist der Einzige, der hier nichts rauszehrt. Aber so ist es nun mal manchmal.
Und dann haben wir uns jetzt gedacht, wir entfernen uns mal so ein bisschen von den anderen, weil man lässt sich ja doch immer so ein bisschen beeinflussen. Oh, hier ist der Schwabe und da ist der Schwabe und hier ist der Große. Und mag ja sicherlich auch stimmen, aber irgendwie muss man dann seinen eigenen Weg finden. Deswegen fahren wir jetzt hier ein Stückchen mal weg und gucken, ob wir da unseren Dorsch kriegen. Die da hat ja schon zugeschlagen, oh, da kann er schon ganz entspannt sein, da hat sein Armbrot schon drin. Oh, ist er hoch. Aber wir sind noch nicht entspannt. Wir müssen fangen. Also, ja, wir brauchen einen großen Fisch. Wir melden uns, wenn er denn dran ist. Ja, Hartmut hat schon wieder einen. Hartmut hat. Bis später. Also da müsste der Schwarm jetzt sein, geradezu, wo meine Route hin zeigt. Also nicht nach unten, sondern nach vorne. Tada! Da ist er. Aber gut gehakt, kick mal. Oh, da ist aber die da hoch. Ja Leute, so sieht das aus, wenn die Leute den Dorsch suchen. Die haben den schon gefunden, reichlich. Da ist die Tuppe schon voll. Aber ihr seht, hier sind noch viele andere Kollegen. Die Ohren irgendwie alle so heiß rum. Mal gucken, ob wir noch einen Schwarm finden, dann sagen wir Bescheid. Da ist er doch bei Dietmar. Endlich hat es mal geklappt. Wir waren schon ganz deprimiert gewesen, wie das dann manchmal so ist. Und jetzt holt er an sich. Sehr schön. Hängt auch hier ein Dude. Petri, gleich eine Tuppe in die Hütte. Eine Tuppe. Ja, endlich. Sehr schön, da ist er. Schöner Dorsch. Das haut ab, wie du willst. Das war mal ein Fieber, Orlando hatte. Ja, so ein Hosen. Das ist der Baby da hier. 30. Ah, zeig ich nochmal schön. Ich kam scheinbar raus, den Bogen. Jetzt geht los. Sehr schön. Petri. Super! Es ist absolut unglaublich, was die Kollegen auf dem anderen Boot hier machen. Da ist wirklich, da wird angefahren, da wird runtergelassen und da wird gefangen. Also, Orlando hat das gut raus, die Fische rauszuholen, muss man schon sagen. Und Hartmut hat es raus, die zu angeln. Ja. Und er aber auch. Und wir irgendwie noch nicht so richtig. Naja. Wenn eben selbst schon die Guides irgendwie folgen, dann scheint man irgendwas richtig zu machen. Nee, Alter, das hat nicht stimmt. Stimmt nicht, stimmt nicht. 84! Der ist nicht. Doch, 84 ist er. Ja! Was? 84. Siehste? Was scheiße. Ah, Lager. Das ist doch der größte. Der ist größer. 2, 3, ja, das ist der größte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8. 84, das sind schon ganz schöne. Und der war hier? 19 Stück haben wir gefangen. Wie viel? 19. Ja, 12, was hier so. Ich muss ein Foto machen. Das ja. Mal, nee, das ja, mal. Aber hier, guck dir das mal an. Das siehst du bei denen genau? Und alle nur von Schmerz. Einem Boot. Ja. Nee, das ist von zwei Booten. Du brauchst ja einen. Da ist mal. Der kleinste. Sieht eklig aus. Der kleinste und der von den großen. Was ist denn? Habt ihr den mal gemessen? Oben an 80. Nee, der ist nicht so gut. Wie viel war das? Kannst du ja jetzt Bilder aufmachen? Aber Dieter kann Bilder machen. Gestern hat mir richtig Spaß. Okay, okay. Gut. Keiner kommt. Ich hab meine Teller. Jetzt hier zur Raubtierfütterung. Der Smutje, Hartmut hat gekocht. Abnehmen. Dietmar, ich möchte noch was überreichen heute. Oh, was denn? Dein Brötchen. Ja, weiß ich ja. Hab vergessen. Obligatorisch. Wenn du mich nachher mit.
Wo fährst du jetzt? Ihr kommt nicht weg. Naja, gestern war es in meinem Leben. Gestern war es in meinem Leben. Funktioniert nicht. Warum tänzeln? Reicht es? Lange probiert Kartoffeln und Sauerkohl. Ja, komm nach. Die da! Ah! Das geht da. Komm noch, komm mal. Wo muss der? Oh, hier. An der Stuhl da. Oh Gott. Ja. Alles gut. Wie haupten das denn? Da, ich lasse mal heute fangen. So, Leute. Dritter Tag. Zweite Ausfahrt. Ist leider ein bisschen windig geworden. Deswegen versuchen wir jetzt hier gezielt auf Platten zu angeln. Was sich aber ein bisschen schwierig darstellt, weil es eben so windig ist. Und außerdem haben wir hier auch noch ein bisschen Kraut am Grund. Das macht das jetzt unbedingt einfacher. Und ihr kennt es. Es ist windig, die Umstände sind widrig, aber trotzdem hast du Bock angeln zu gehen. Und dann fährst du halt trotzdem raus. Dann schauen wir mal, ob wir euch hier noch ein paar zeigen können. Drückt uns die Daumen. Das hat ja Wind gehauen. Oder ist das eine? Voll große. Oh! Da ist ein schönes Teil, du. Danke, Paul. Oh, hat die Rinne gehauen. Hier ist schon was. Paul, bist du schon weit, was? Schönes Ding. Warte mal, ich hack's aus, ich schmeiß die gleich da rein. Danke. Hast du die Kamera? Ja. Ja. Hier mit neben Dieter. Der Killer! Der hängt dran, der gibt es teuer an. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Ich wollte auch noch sagen. Das war nicht wie so ein Mist, das war einfach so. War die Kneipe dran. So, nach erfolgreichem Plattenangeln, war oder auch erstmal ein bisschen was getrunken werden. Jeder muss ja jetzt ausrechnen, und bis wir noch nachkippen. Na los, komm, ich muss erstmal an. Ich will nicht. Er will nicht. Lange, komm. Lange ran. Das Hundewasser. Der Lange ist so gut. Da wird man ja schön. Stillchen. Stillchen. Prost! Zum Wohl! Zum Wohl! Das sind die Radkappen hier vom Boot. Da kommt die in die Platten. Ist ja gar nicht kalt. Nee, kann er ja nicht mehr.